Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Harry Potter und die Kammer des Schreckens auf der PlayStation 1. Ja, der Erzähler wird uns jetzt sagen, was wir in der letzten Folge so erlebt haben. Dann schieß mal los, mein Freund. Sag uns, was wir so alles gemacht haben in der letzten Folge. Hier die Zusammenfassung. Da sie die Einführungsfeier verpasst hatten, kannten Harry und Ron auch nicht das aktuelle Passwort für den Gemeinschaftsraum. Also gingen sie in die Bibliothek, um Hermine zu suchen. Hermine gab ihnen das neue Passwort. Und Harry und Ron müssen nun zum Gemeinschaftsraum zurückkehren. Genau. Und da ist der Fuchsbau mal wieder, obwohl wir in der Hogwarts-Schule von Hexen und Zauberer sind. Geschafft. Scheinbar gibt es in diesem Jahr Hauspokale für Leistungen in Kräuterkunde und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Wäre doch toll, wenn Gryffindor beide gewinnt. Auf geht's, ihr zwei. Kräuterkunde fängt an. Ihr wollt doch nicht zu spät kommen. Wie habe ich sie vermisst. Los, Harry. Genau, der Kräuterkundeunterricht steht an. Soweit waren wir in der letzten Folge auch schon. Hat mich jetzt ein bisschen gewundert, dass das nicht in der Zusammenfassung erwähnt wurde, dass der Kräuterkundeunterricht ansteht. Aber gut, hier sind noch schöne Pokale und die werden wir uns alle krallen, wenn wir die 100%ige Wertung erreichen wollen. Und hier sind Fred und George. Hast du schon vom geheimen Gründer-Duellier-Club gehört? Hinter uns ist eine Statue. Bei dieser Statue findest du den Eingang zum Gründer-Duellier-Club. Gewinne jedes Hausduell und du bekommst eine Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer der Gründer von Hogwarts. Sammle alle vier und du kommst in den ganz besonderen Gründerturm. Niemand hat je alle Hausduelle gewonnen und ist in den Gründerturm gelangt. Wir wollen einfach wissen, was dort verborgen ist. Jetzt kommt es auf dich an, Harry. Wir sind davon überzeugt, dass du alle Duelle gewinnen kannst und die Bildkarten der Gründer gewinnen wirst. Um eines der Duelle zu starten, benötigst du eine bestimmte Anzahl Bildkarten berühmter Hexen und Zauberer. Jeder weiß, dass man in ganz Hogwarts Bildkarten von berühmten Hexen und Zauberern finden kann. Aber leicht ist das nicht. Und deshalb bieten wir dir 5 zum Kauf an, Harry. Wirklich ein guter Tausch, Harry. Du gibst uns 50 Bertie Bott's Bohnen in allen Geschmacksrichtungen und wir geben dir eine Bildkarte von berühmten Hexen und Zauberern dafür. Klasse! Du hast 50 Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Hier hast du eine Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer. Hallo? Ignatia Wildsmith. Dürfen wir vielleicht überhaupt mal entscheiden, ob wir das überhaupt machen wollen oder nicht? Ja, hey, wie ich sehe, hast du 50 Bohnen. Hier ist deine Bildkarte. Und jetzt her mit den Bohnen. Du hast keine Wahl. Na egal, holen wir uns die nächste noch. Klasse, du hast 50 Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Hier hast du eine Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer. Greta Ketchler. Greta Ketchler? Was sind das denn für Leute? Noch, nächste. Klasse, du hast 50 Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Hier hast du eine Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer. Chauncey Oldridge. Kenn ich auch nicht, aber ich kenne so gut wie keine Persönlichkeiten hier in Harry Potter. Klasse, du hast 50 Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Hier hast du eine Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer. Herb oder Üble? Ja. Könnt ihr mal was anderes sagen, Leute? Es wird langsam langweilig. Klasse. Ja, ist gut. Du hast 5? Ja. Paracelsus. Paracelsus? Hört sich an wie so eine Krankheit. Und das soll ein Zauberer sein? Leider musst du selber nach weiteren Bildkarten berühmter Hexen und Zauberern in Hogwarts suchen. Ja, aber das geht ja. Jetzt haben wir schon 11 Stück von 24. Wir haben uns einfach mal 5 Stück auf einmal gekauft. Jo. Und das hier ist das Buch übrigens, wo wir dann später Dinge nachholen können, wenn wir was verpasst haben. Und jetzt erstmal... Wow! Der Gemeinschaftsraum von Gryffindor. Ich mache ein paar Fotos und schicke sie meinem Dad. Schau dir mal mein Fotoalbum an, Harry. Es liegt auf dem Tisch. Meine Fotos sind keine nicht magischen Fotos. Sie sind Magie. Ja, sind sie wirklich. Denn durch seine Bilder können wir dort zurückkehren, wo er das Bild geschossen hat. Aber der kann doch nicht überall gewesen sein. Wenn er meint... Los, Kräuterkunde findet in einem der Gewächshäuser draußen statt. Echt? Ich dachte, das findet im Kerker statt. Da, wo die Pflanzen am besten wachsen und gedeihen. In der Finsternis. Nein. Aber wenn er meint, dass das sein Fotoalbum ist, dann
muss er ja auch überall uns immer gefolgt sein, weil, naja, wo, weil da sind auch Bilder vom fliegenden Auto und so, wo wir gerade durch den Tunnel geflogen sind und so. Wie hat er uns die ganze Zeit verfolgt, dieser kleine Stalker? Ich hab langsam ein bisschen Angst vor ihm. So, Schokofrosch, damit wir voll Energie haben. Vielleicht schaffe ich es ja in diesem Projekt nicht zu sterben. Das hatte ich in Harry Potter und der Stein der Weisen auch mal probiert. Aber ich hab's dann am Ende leider nicht geschafft, denn 2 oder 3 Folgen vor dem Ende bin ich dann gestorben an der Teufelsschlinge. Die hat mich einfach gepeitscht und dann war ich auf einmal tot. Das ist schon wieder ein Geheimnis. Da gehen wir jetzt erstmal rein, Leute. Wir erkunden hier das Schloss und machen dann trotzdem noch Kräuterkunde. Das ist ein Deal, oder? Ich will euch ja das neue Bewertungssystem in diesem Spiel zeigen. Man kriegt... Na, ich sag noch nichts, wenn ihr das noch nicht kennt. Werdet ihr sehen. Oh Gott, da ist das Ziel. Wo wir hinwollen. Und hier unten sind wir leider und nicht da oben. Das müssen wir ändern. Wir müssen hier irgendwie hochkommen. Erstmal die ganzen Bohnen einsammeln, das ist ja klar. Und warum ist die Musik hier so gruselig? Hört sich an, als wenn ihr Lord Voldemort wäre, ey. So. Ich möchte die Treppe gerne nach da hauen. Aber so leicht geht es ja dann wohl doch nicht. Achso, wir können sie aber nach da hauen. Alle, hopp, Libendo! So, nach da können wir sie hauen, aber nicht nach da. Wieso nicht nach da? Ist jetzt hier die Frage. Müssen wir vielleicht erst einen Schalter umlegen oder so? Na, gehen wir erstmal in diesen Raum da rein. Ach man, eigentlich wollte ich zum Kräuterkundeunterricht, aber es ist so verlockend, hier das Schloss zu erkunden und alle Räumlichkeiten zu erforschen. Ratten! Hilfe! Hilfe! Ratten! Oh mein Gott! Killerratten! 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 Hilfe! Ich bin gefangen hier! Aua! Das reicht mir. Aua! Kann die jetzt bitte mal sterben, die Ratte? Warum waren wir jetzt hier drinne? Und das gibt nicht mal Hauspunkte. Warum ist hier so ein Raum mit 2 Ratten drin? Was ist hier los? Was ist das für ein Raum? Also eigentlich haben wir hier nichts erreicht, außer dass wir Leben verloren haben. Aha, aha, aha. Wenn wir jetzt hier Leben verlieren, ist das unfair. Hä? Ich muss da doch irgendwie runter. Das ist ja mega unfair gewesen. Okay, jetzt müssen wir den nächsten Raum erkunden. Oh oh, wir sind in einem Bereich, wo man auch mal sterben kann. Ich hoffe nicht, dass das jetzt hier geschieht. Ich werde mich gleich ein bisschen besser anstellen bei den Ratten. Wenn da wieder Ratten drin sein sollten, was ja durchaus passieren kann. Gehen wir nochmal rein. Ich hoffe, das ist nicht wieder so eine Falle. Oh mein Gott, das gefällt mir hier ganz und gar nicht. Oh, die Ritter. Ja, schlag mal zu. Hau mich. Hau mich. Hau mich. Hallo? Wir kommen hier auf jeden Fall nicht mehr raus. Den Brust rausstrecken? Ja. Okay. Komm. Schlägst du mich jetzt? Oh Gott. Oh Gott, der gefällt mir nicht da hinten, der Ritter. Hallo? Kannst du bitte mich mal wieder schlagen? Au! Nein, das war... So war das nicht gemeint. Ich meinte, du solltest schlagen und ich weich dann aus. Nicht, du schlägst mich und du triffst mich dann auch. So war das nicht abgemacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr bösen, bösen Ritter. Ich will doch nur an meine Bildkarte kommen und nicht hier noch verrecken. Wir haben kaum noch Energie, Leute. Es wird langsam aber sicher eng. Ich muss jetzt langsam wirklich mal aufpassen. Und vor allem, wie kommen wir hier runter? Ohne zu sterben. Oh mein Gott, das überleben wir, glaube ich, nicht. Gott, wie soll ich hier runterkommen? Wer hat das hier konstruiert? Wie soll ich denn hier runterkommen, ohne Schaden zu nehmen? Hä? Kann mir das einer sagen? Ah, hier. Ah, sogar noch ein Schokofrosch.
Sind hier noch mehr Frösche? Ich brauche nämlich noch ein paar. Ich schau mal hier oben rauf. Ist hier ein Schokofrosch drauf? Ich glaube nicht. Den hätte man, glaube ich, auch schon von unten gesehen. Leider nicht. Ich will auf jeden Fall jetzt die Bildkarte haben. Das ist ja klar. Vielleicht müsst ihr euch halt noch eine Folge gedulden. Wieso geht das jetzt nicht? Wieso komme ich jetzt da nicht hoch? Ich geh mal da rein. Vielleicht ein Hebel. Ach so. Ja, wahrscheinlich ist dieser Hebel dafür verantwortlich. Ich hoffe, das ist kein Ritter, der uns attackiert, sobald wir den Hebel bewegen. Schwingen wir mal die Keule. Das hört sich wieder falsch an, aber so ist es nun mal. Und jetzt ist da ein Ritter. Ach so, die Plattform geht jetzt nach oben und unten. Das heißt, da sollte die Treppe gar nicht hin, sondern die Plattform schwingt einfach nur nach unten und wir können dann drauf aufsteigen. Wir müssen aber zunächst erstmal den Ritter bezwingen. Der jetzt gar nicht erfreut ist, dass wir hier sind. Hallo? Kannst du bitte mal zuschlagen? Hallo? Ja, wenn du nützen, sonst hole ich mir die. Hallo? Ritterchen? Greif mich bitte an. Au! Oh Gott, ich habe mich verfehlt. Nein, der bringt uns um. Hallo? Kannst du uns bitte mal attackieren? Ist mir jetzt egal. Ich hole mir die Bildkarte. Ich hole mir die Bildkarte. Hoch da. Der Ritter lauert unten nur. Ich habe Angst. Nein. Der Ritter. Kann der jetzt auch mal zuhauen? Nein. Wir sind tot. Das kann nicht wahr sein. Ich wollte doch nicht sterben. Harry Potter ist im Krankenhaus. Vor allem, wo sind wir jetzt? Nein! Nicht alles nochmal machen. Nein! Nein, Leute, ist nicht euer Ernst. Oh Gott, Leute, nein! Alles nochmal machen. Oh, das ist jetzt nicht euer Ernst. Und das ist ja kacke jetzt. Nur wegen diesen blöden Rittern, die nicht zuhauen wollen. Und wenn sie zuhauen, dann kriege ich immer eine auf den Latz. Ich brauche einfach ein bisschen Leben, damit ich die Ritter... Ah! So. Wenn die Ratten quieken, ist das ein gutes Zeichen. Hilfe! Killerratten! Killerratten! Hilfe! Haben wir sie jetzt gleich? Oh, sie will uns umbringen. Sie will uns umbringen! Haben wir sie? Jo. Jetzt haben wir nicht mal Leben verloren. Sehr schön. Och man, jetzt kostet das alles wieder so viel Zeit. Okay. Wo komme ich jetzt hier wieder runter? Hier. Ach, es kostet wieder Leben. Wo hätte ich da runter gemusst, dass ich kein Leben verliere? Dann nehmen wir uns wieder die Bohnen mit. Ja, diesmal werde ich nicht sterben. Diesmal weiß ich, was mich erwartet. Och Mann, ey, das hat so viel Zeit jetzt gekostet. Aber gut, das ist jetzt so. Das können wir ja jetzt auch nicht ändern. Es tut mir wirklich leid, Leute, dass ich hier gestorben bin. Aber was soll ich machen? Jetzt ist wenigstens dieser Druck weg, dass ich nicht sterben soll, das ganze Projekt. Jetzt bin ich halt schon gestorben. Jetzt ist das ja auch egal. Okay, jetzt kommen wieder diese Ritter. Ich muss irgendwie lernen, die zu besiegen. Hä, so schwer ist das doch gar nicht. Guck mal, der macht das total easy jetzt hier. Wo war denn das Problem? Verstehe ich nicht. So, zack. Flippendo. Oder Expelliarmus, was auch immer. So einfach kann das gehen. Wieso habe ich mich denn hier gerade so angestellt? Jetzt weiß ich, wie ich die Ritter besiegen kann. Ich muss einfach nur in die reinlaufen und dann bin ich nah genug an denen dran und dann greifen die mich an. Okay, jetzt können wir wieder in diesen Hebelraum. So.
Ja, okay. Dann mal auf in den Hebelraum. Okay. Irgendwie ist die Musik gerade ein bisschen verbuggt. Naja. Hebel ist bewegt und der Ritter ist auch wach. Er ist erwacht. Oh Mann. Mann, was ist mit der Musik hier gerade los? Hui, hast du aber verfehlt, mein Kollege. Zack, kriegst du dein Flipendo gegen die Brust. So. Was habe ich mich denn hier gerade so angestellt? Das ist doch nicht mein Ernst jetzt, oder was? Das war so einfach, Leute. Hua. Hä? Harry Potter, springst du bitte auf diese Plattform? Harry Potter? Würdest du bitte auf diese Plattform da springen? Harry Potter! Warum springt er nicht auf die Plattform? Wieso springt er nicht auf die Plattform? Harry Potter! Hallo! Kann ich die Treppe irgendwie in diese Richtung machen? Nein! Ich muss da so raufspringen. Aber er macht es nicht. Er springt da nicht rauf. Warum auch immer. Harry Potter. Hä? Wieso macht er das nicht? Ich will an die Bildkarte. Wir haben jetzt hier so viel Mühe investiert. Jetzt will ich auch die Belohnung. Hä? What? Das gibt's jetzt nicht. Hallo? Spring auf die Plattform drauf, Harry Potter. Ja gut, jetzt so springt er natürlich nicht, aber... Hä? Verstehe ich nicht. Jetzt muss ich gleich mal einen kleinen Schnitt setzen und dann muss ich mal weiter hier probieren, bis wir hier oben sind, weil so ist das ja ein bisschen dämlich. Verstehe ich nicht. Ich muss doch da jetzt eigentlich drauf springen, oder nicht? Macht er nicht. Na gut, Leute, ich mache mal einen kurzen Schnitt und dann sehen wir uns wieder, wenn ich da drauf bin. Muss ja irgendwie gehen, oder? So, Leute, ich glaube, ich habe den Dreh jetzt raus und wie ihr hören könnt, ist die Musik jetzt auch wieder normal. Dazu werde ich euch gleich noch ein bisschen was erzählen. Aber jetzt erstmal, wie man auf diese Plattform kommt. Und zwar darf man nicht hier vorne stehen, denn dann springt der gute Harry Potter nicht. Man muss nämlich hier hinten stehen, da wo ungefähr das Gemälde aufhört. Und da muss man hier eigentlich da hinspringen. Komm schon, gerade eben hat das funktioniert. Das ist jetzt, weil die Aufnahme wieder läuft. Das ist das Lampenfieber, Leute. Ich bin nervös. Hä? Gerade eben hat das so funktioniert. Man muss hier weiter hinten. Und dann quasi... Wieso will er das jetzt nicht? Come on. Jetzt einfach hier rauf. Harry Potter, stell dich nicht so an, Junge. Geht doch. Wunderbar. Genau so muss man das machen. Ich finde das total schwierig. Und zum Thema Sound. Ihr hört, es ist wieder normal. Und ich habe eben schon mal die Aufnahme wieder gestartet. Und ich habe hier auch diese Bildkarte schon mal eingesammelt. Und dann hatte ich das Problem, dass das Spiel sich komplett aufgehangen hat. Das heißt, immer wenn ich den Raum verlassen wollte, hatte ich einen Blackscreen. Ich hatte einfach einen Blackscreen. Ich bin nicht mehr rausgekommen aus dem Raum. Deswegen habe ich den Spielstand nochmal geladen und habe das hier alles nochmal nachgespielt. Ich habe das Leben genau auf den Punkt reduziert, wie es hier war, bevor ich die Aufnahme beendet habe. Also ist genauso, wie es vorher war. Aber ich musste die ganze Zeit den Raum verlassen und wieder betreten, um den Fortschritt immer zu speichern. Ich musste immer in kleinen Schritten hier weiter nach vorne gehen und in der Hoffnung, dass es nicht abstürzt. Und meistens war es dann, als ich den Hebel aktiviert habe, da ist das Spiel meistens abgestürzt. Deswegen habe ich das immer in kleinen Schritten gemacht und immer abgespeichert, den kleinen Fortschritt, jeden kleinen Fortschritt. Als ich die Ratten gekillt habe, habe ich gespeichert, bin ich kurz aus dem Raum rausgegangen, damit er speichert und so weiter und so fort. Und dann hat es irgendwann, als ich den Hebel betätigt habe, nicht mehr rumgestottert und so und es ist nicht abgestürzt. Und ja, das ist jetzt der Fall. Ich hatte schon Angst, dass ich die Bildkarte nicht bekommen kann und somit auch keine 100% erreichen kann. Aber es ist nochmal gut gegangen. Ich hoffe... Jasper Chingleton. Ich hoffe, das Spiel beruhigt sich jetzt. Damit wir das schön auf 100% spielen können. Also, wie gesagt, ich habe das Leben auf das Level reduziert.
wie es vorher war. Ich habe den Schokofrosch eingesammelt, also es ist alles genauso, wie es vorher war. Aber halt jetzt, dass wir hier aus diesem Raum rauskommen, hoffentlich. Bitte, 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 lass mich hier raus. Ich will nicht für immer in dieser Kammer gefangen bleiben. Ja. Gut, nie wieder in diesen Raum rein. In diesen Raum des Todes. Okay, Leute. In der nächsten Folge werden wir dann wirklich zum Kräuterkundeunterricht gehen und uns dann angucken, wie das neue Bewertungssystem so ist. Aber das war's jetzt erstmal mit dieser Folge für heute. Tut mir leid, dass wir vielleicht nicht so viel Fortschritt gemacht haben, wie normalerweise, aber manchmal ist das nun mal so. Bin erstmal froh, dass ich die Bildkarte jetzt einsammeln konnte und dass es jetzt wieder normal läuft, das Spiel. Okay, wenn es euch gefallen haben sollte, dann würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und bis dahin sag ich mal ciao, bis zum nächsten Mal.